was first just a dream has become a frightening reality for those who may oppose us. So, da sind wir wieder mit Dungeons 3. Unmittelbar im Anschluss an die letzte Folge geht's hier bei mir hier weiter. So, wir könnten eigentlich... Ach, nee, ich wollte erst warten, bis die Fallen fertig sind. Gerüchten zufolge könnte es den Dämonen des Höllenschlunds gefallen, wenn man ihnen Schnodderlinge opfert. Oder es macht ihnen einfach nur Spaß, das ist auch möglich. Das experimentierfreudige Böse probierte dies selbstverständlich sofort aus. Na gut. Wie viele Schnodderlinge sind denn das? Schön aus dem Handgelenk. Ein guter Wurf mit diesem Schnodderling. Ein formidabler Wurf. Dieser Schnodderling ist perfekt im Höllenschlund gelandet. Mit dem Arsch zuerst. So, dann gucken wir mal. Ich will jetzt, was da passiert. Ein formidabler Wurf. Dieser Schnodderling ist perfekt im Höllenschlund gelandet. Mit dem Arsch zuerst. Das schenkungsfreudige Böse hatte eine bedeutsame Anzahl an Schnodderlingen durch den Höllenschlund entsorgt. Die Dämonen würdigten dies zwar nicht, jedoch zeigte sich ein ungewöhnlicher Ansprung in der Arbeitskraft der verbleibenden Schnodderlinge, die offensichtlich mehr als willens waren, sich unentbehrlich zu machen. Sehr gute Motivationsarbeit. Jo, das stimmt. So, was bist du für eine Falle? Verdrescher. So. Eine Novizin. Rein damit. Mit einem anständigen Rülpsen kommentierte der Höllenschlund die Opferung eines lebenden Helden. Krieger, Krieger, Krieger. Drei Krieger. Oh, stopp. Guck mal hier. Novizin und Schurkin. So, Schurkin. Rein damit. Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Novizin. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. So, erforschen wir das. Oh, ich habe schon wieder 56 Bösartigkeit. Mehr Zombies oder mehr Skelette? Weder noch, oder? Ich weiß nicht. Das einmal. Und komm, dann nehmen wir direkt Mana-Schild. Dann haben wir das auch schon drin. Ja. Verbesserte Mana-Kapazität. Achso, ja gut, okay. Kriegen wir jetzt hier mehr Mana rein. Ein Held verschied im Kerker des unsäglichen Bösen. Tatsächlich war dies gar nicht so schlecht, denn anstelle des toten Helden erhob sich ein Skelett, das nun willenlos und ohne große Ansprüche dem gemeingefährlichen Bösen dienen würde. So, dann einmal eine. Das die Dämonen besänftigende Böse hatte einen Helden geopfert. Tja, gut, den kann ich nicht gebrauchen. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon mal mehr Skelette erforschen. Und auch mehr Zombies. Mana-Schild haben wir. Gut. Wir könnten dann eigentlich mal wieder ausräumen. Sind die Fallen eigentlich jetzt alle fertig? Nee, ein Quetscher wird noch gerade noch gebaut. Und noch einer. Für welchen ist denn der? So. Ich hab doch hier keinen Level 1 Dungeon. Also, weißt du. Machen wir mal. Bessere Kistenstapelung. So. Und dann vergrößern wir den Raum hier. Zack. Wie viele Dämonen habe ich eigentlich inzwischen? 2, 4. Also, Mana brauche ich, habe ich mir bisher nie Sorgen gemacht. So, haben wir jetzt das Maximal an Schnodderlings rausgeholt. Achso, und ich kann noch hier
mal was Untotes und was Dämonisches noch dazu holen. Gut. Dann können wir mal ausrücken. Na? Kann ich das hier nicht mehr? Ich konnte auch sonst immer in diesen Inseln... Ah, okay. Ich wollte sagen, ich konnte auch sonst immer in den Inseln hier die, das Portal öffnen. So. Hol euch die Zentauren. Ups, da hatte der erste Zentaur einen seiner Zehennägel verloren. Wie bedauerlich. Aber genau das, was das überhaupt nicht bedauernde Böse für den Höllenschlund brauchte. So. Immer noch wandelt die Horde. Ich meine das Böse auf der Termiteninsel. Los, Völker der Allianz, vertreibt dieses Gesocks. Sonst bleiben die Touristen aus und wir können den Laden dicht machen. Ich werde an eurer Seite stehen. Also später. Ich muss leider noch etwas Wichtiges in Dollaran erledigen. Macht's gut und für die Allianz und so. Verdammt, diese feige Magierin entkommt uns. Novizin. Als hätte ich es nicht gesagt. Während sich Jaina aus dem Staub machte, taten die ihr untergebenen Helden aus dem nahen Dorf das, was Helden am besten konnten. Sinnlos und mit roher Gewalt, brachial und ohne Finesse auf den Gegner zuzusteuern. Das den Dungeon schützende Böse machte sich bereit. Als dezenter Wink mit dem neongelb leuchtenden Zaunpfahl wies der schlaue Erzähler das ratlos reinblickende Böse darauf hin, dass die Gräber auf dem Friedhof vielleicht einen beherzten Knuff oder massive Schläge brauchten, einen beherzten um den wertvollen Leichenstaub preiszugeben. So, ab durchs Portal. Einen beherzten Knuff! Krieger. Da ist nichts Neues. Na, guck mal. Die können wir auch alle opfern. Mal gucken, was dann passiert. komm. Ja, komm, beweg dich. Feinde sind in den Dungeon. Bams! Haha. Bam! So. Das die Dämonen besänftigende Böse hatte einen Helden geopfert. Im Tausch gegen das Opfer des Spinnefeinden Bösen ließen die Dämonen des Höllenschlunds einige zottelbeinige Arachniden in den Dungeon trippeln. Gott sei Dank hatte ich meine Arachnophobie damals mittels Elektroschocks behandeln lassen. Und es sind auch fast keine bleibenden Schäden geblieben. So. Na hallo, du schöne Dämonia. Oh. Ein Succubus. Und schenken dem noch einzubalsamierenden Bösen zum Dank für sein Opfer einige ihrer Succubi. Haha. Also, Spinnen und Succubus sind jeweils Dämonen. Also müssen im Vortex Platz finden. So, hier war ich mit dran. Der erste Leichenstaub wurde dem Höllenschlund geopfert. Ein vorzüglicher Start des opferdarbringenden Bösen. Die ersten Zentaurenzehennägel fielen in den Höllenschlund. Ein Wiehern schallte kurz heraus. Ich möchte mir nicht vorstellen, was die Dämonen damit anstellten. Ich auch nicht. So. Gut. Wir können noch, Moment. Einmal das und einmal das. Dann können, das sind meine Schnodderlinge auch sicher. Wie viel Gold ist hier noch drin? So, genug Kisten haben wir. Ist schon fertig? Ich mach das schneller. Ah, perfekt. Nein.
Okay. Die Schatzkammer ist voll. Dann vergrößern wir die hier erstmal. Und graben uns mal hier rüber. So. Hört ihr dieses mahlende Geräusch? Das ist ein Riesenwurm, der sich durch den Untergrund frisst. Huch. Mega Ruckler. So. Sollzenkung. Nein, ich nehme hier. Das ekelerregende Böse nahm etwas. Oh, Wurmglibber in die Hand des Bösen und warf ihn in den Höllenschlund. Was für eine Verschwendung. Was zur Hölle machen die aus dem Zeug? Babypuder? Welch ein diabolischer Einfall. So. So. Es war vollbracht. So. Aller relevante Wurmglibber war gesammelt. Mein Gott, ich habe mal eine Doku über Fettabsaugung gesehen. Das Zeug war... Na, lassen wir das. Eine weitere Herausforderung, gemeistert vom abstoßenden Bösen. Huch. So, was war das jetzt hier? Rüstungsbonus, episch. Haben wir irgendwo noch einen Ork rumlaufen? Ich höre doch irgendwo schmatzen. Der Genügsame. Na ja, komm, kriegst du das. Oder auch nicht. Dann komm, kriegst du das. Wir könnten aber mal schon mal die Gobobots erforschen. Es ist Zahltag. Automatisch und manuell Fall machen mehr Schaden. Das nehmen wir auch mit. Und komprimierte Forschung. So. Ich würde sagen, dann rücken wir mal aus. Sehr schön. Mal hier die Brauerei jetzt rein. Machen wir mal ein bisschen größer auch. Erweitern wir mal um zwei Felder in jede Richtung. Oder fast jede in zwei Richtungen. Entschuldigung. Komprimierte Forschung. Wie viel könnte ich jetzt einlagern? 4 Schriftrollen. Das ist noch mehr Schriftrollen einzulagern. Durch diese Forschung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh, guck mal, eine Flasche. Da. So, dann graben wir uns hier hoch. Dann haben wir das auch alles fertig. Dann haben wir die Spinnen auch schon durch. Oh, Brauerei kann ich noch eben ausbauen. Upp. So, hier kommt ganz in die Ecke da. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Diamantennest. Diamantennest. Diamantenader. Kann man drei Seiten das Ding bearbeiten. Hört schon mal auf, das zu bearbeiten. Huch. So. So, wir können auch schon mal anfangen. Alles sind Feinde in eurem Dungeon. Alles zu verstärken. So. Na, passt schon. Passt schon. So.
Rein damit. Die Opferung der Spinnenbeine ging gut voran. Das absurde Böse hatte gut die Hälfte der Aufgabe bewältigt. Wobei Spinnen eigentlich ganz nützliche Tiere sind, weil sie beispielsweise Mücken mit ihrem nervigen Gesumme einfach wegmampfen. Ja, stimmt. Warum können denn hier keine Mücken getötet werden, hä? Das wäre doch viel sinnvoller. Ja. Geschafft. Alle Spinnenbeine waren dem Höllenschlund übergeben. Das spinnenhassende Böse hatte diese Aufgabe gemeistert. Dabei mag ich Spinnen sein, ganz interessant. Sind süß. Ich mag Spinnen. So. Dann erforschen wir direkt die Schatzkammer nochmal. Oh, jetzt kommen sie da schon wieder an, ey. Dann erweitern wir den Friedhof hier rüber. Oh, ich glaube, da ist ein Feld. Ein Feld, da ist noch kein Friedhof drauf. Ha! Ein paar Würmer würmen im Dungeon herum. Macht das Gewürm platt. So. Es sind Feinde. Boah, in gehen eurem die mir auf Dungeon. Den Sack, ey. So, damit sind die weg. Lass das Gewürms da liegen, ey. Brauche ich nie mehr. Gut. Das funktioniert. Dann nehmen wir schon mal Heilbier und Stapelbier. Stapelbier. Stapellagerung. So. So, ich muss mal kurz unterbrechen. So. Weiter geht's. Timer. So. Puh. Hm. Ah, sehr schön. So, dann ist die Schatzkammer schon voll ausgereift. Dann können wir jetzt mal... Achso, warte. Muss eben noch warten, bis... Okay, Fall ist fertig. Stapellagerung, okay. Ausrücken! Ah. Ist ja egal, ob wir links oder rechts rum. Gehen wir rechts rum. Schwimmmaschine ist fertig. Die Armeen des entdeckungsfreudigen Bösen hatten ein Lager der Helden erspäht. Sofort kümmerten sie sich um dessen Rückbau. Ganz genau. Los, machen wir das Ding platt. Oh, kommen die da auf einmal? Sind die gerade rausgekommen? Oh, was ist das denn? Kritischer Bonus normal. Ja, ein weiterer glorreicher Sieg für die Königin des Bösen. Oh, ich meine für das absolute Böse, natürlich. Ist ja nicht meine Armee, noch nicht. Du bist die Königin des Bösen? Also ich hab dich nicht gewählt. Haupt wäre mir die Königin der Verdammten lieber. Wirklich? Oh Gott, schrecklicher Film. Bis auf die Musik. Aber natürlich immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Gebissen im Zwielicht. Okay. Akzeptieren wir mal einfach so. Haben wir jetzt Orks? Ja, ein Ork haben wir da. Ja, komm, nehmen wir den. Ja, ist schon ausgerüstet direkt. Okay, sind nur Bären. Hauen wir die Bären einfach zu Brei. Heilbier. Oh. Entschuldigung, ich dachte, das dauert noch ein bisschen länger. So. Kommen wir da dran? Das weitsichtige Böse hatte ein bescheidenes Zentaurenlager entdeckt. Als gutes, naturbejahendes Wesen wollte das grauenvolle Böse diese Fläche sofort in ein Naturschutzgebiet umwandeln. Jo. Dazu musste natürlich alles im Wege stehende weichen. Oh, die armen Zentauren. Leider mussten sie sterben. Zum Wohle eines größeren Übels. So. Ja, es war geschafft. Das letzte Einhorn,
Ich meine, der letzte Zentaur war seiner Zehennägel beraubt und diese wurden vom eifrigen Bösen dem Höllenschlund geopfert. In diesem Moment fiel ihm ein, dass jeder Zentaur ja eigentlich 4 von den Dingern hat. Das hätte die Arbeit natürlich etwas vereinfacht. Aber gut, herausragende Intelligenz war noch nie ein Einstellungskriterium für böse Erzschurken gewesen. So oder so war das Ziel erreicht. Die Armeen des fabelhaften Bösen hatten die Stadt erreicht. Jaina war allerdings bereits über alle Berge. Dann werde ich meine Wut eben an den Bewohnern auslassen. Vorwärts! Hast du nicht schon genug Städte ins Unglück gestürzt? Ist das eine Fangfrage? Ich gebe zu, ich hätte mir die Frage sparen können. Du Monster! Danke. Ich mag diese Ironie. So. Mehr Damage. Mehr Damage! Zertreten wir die Helden hier. Ein mächtiger Champion der Helden lebte unglücklicherweise in der Stadt. Ronin, dessen klischeegetränkten Namen wir 1:1 aus einem anderen Universum geklaut haben, verbrachte hier seinen Ruhestand und war alles andere als entzückt, bösartige Kreaturen zu sehen. Allerdings gab es bestimmt eine hervorragende Belohnung, wenn diesem elenden Gutmenschen endgültig sein Lebenslicht ausgeblasen würde. Belohnung hin oder her. Es wird Spaß machen. Los, kämpft! Aua! Einmal Boost für Damage. Was du der Held? Der große Champion Ronin ging zu Boden. Lebenszauber. Das strahlende Böse war äußerst zufrieden. Gleichzeitig wurde diese Anti-Heldentat großzügig belohnt. Geht so, ne? So. Damit ist die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Wieder eine Stadt vernichtet. Sehr gut. Du bist so böse und grausam. Das klingt, als ob die das voll antörnt. Ich verabscheue dich. Vorsicht. Hass führt zur dunklen Seite. Die klang doch voll angetörnt. Böse hatte alle Gefahrenquellen eliminiert und somit den Dungeon zu einem ziemlich sicheren Ort gemacht. Den Grubenlord nun zu beschwören, dürfte ein Kinderspiel sein. So. So. Bams. Noch ein Friedhof? Sehr gut. Hier sollten wir den fehlenden Leichenstaub finden. Los, Leute! Plündert die Gräber! Mir kräuseln sich die Zehennägel. Gräber plündern. Abstoßend? Ja, ja, schon gut. Erzähl deine moralischen Bedenken jemandem, den sie interessieren. Die lächerlichen Wächter des Friedhofs waren beseitigt. Kein Glück für den Totengräber, der diesmal keine weiten Transportwege hat. So, dann haben wir alles. Zurück in den Dungeon. Zack. Weiterer Leichenstaub wurde geopfert und erfreute die Herrscher der Hölle. In seliger Vorfreude darauf, mit einem Prinzen der Hölle die Oberwelt aufzumischen, rieb sich das schwer gepanzerte, Metallhandschuhe tragende Böse die Hände. Was aufgrund der zahlreichen Stacheln etwas schmerzhaft war. Es war vollbracht. Endlich war es geschafft und die letzte Zutat in den Höllenschlund geworfen. Das siegreiche Böse klopfte sich im Angesicht des Triumphs selbst auf die Schulter. Der Höllenschlund begann Furzlaute zu produzieren und Blasen zu werfen. Etwas in seiner Mitte wirbelte wild umher und wurde langsam größer. Das Geräusch, das es dabei verursachte, konnte man als dämonische Litanei empfinden. Aber bei genauerem Hinhören erkannte man ein freudiges Hui! Es war der Grubenlord, der nun aus dem Strudel stieg und ein wildes Lachen ausstieß. Lachen. Ach so, das mache ich. Okay. Fürst der Finsternis, gehorche meinen Befehlen.
Und natürlich dem absoluten Bösen, du mächtiger Grubenlord, grausamster aller Grausamen. Sein Name ist Crowley. Bitte was? Steht hier im Skript. Der Grubenlord heißt Crowley. Nicht, dass das wichtig wäre. Er ist Crowley. Aber ich wollte es kurz erwähnen. Was? In Ordnung. Crowley, du Crowley, wirst uns helfen, Jaina Overproud zu bezwingen. Wir werden diese Welt in ein Abbild der Hölle verwandeln. Tochter, versuche deine Bösartigkeit zu bezwingen. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Stemm dich dagegen. Bring deine gesamte Willenskraft auf. Vater, ich bin noch hier. Ich versuche es. Also, ab und an zumindest, aber mein böses Ich will das nicht mit mir ausdiskutieren. Es weigert sich, meiner Argumentation zu folgen und... Es kümmert sich nicht darum, was du sagst. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Crowley, der Grubenlord, lauschte interessiert Talias innerem Zwist und grummelte bei den Worten Thanos. Nicht-Höllenbewohner waren so nervig. Thanos verschwand nach einer Schimpf- und Beleidigungstirade der bösen Talia. Diese wandte sich dann Crowley zu. Komm, Grubenlord, ich meine Crowley. Schnappen wir uns die vermaledeite Magierin. Jaina Overproud, deine Tage sind gezählt. Ah, jetzt kommt die nächste. Ah, ja, ja, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Mission kommt. Schauen wir uns das mal eben an. Nein. 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 Hier sind wir. Der Sturm auf Dolaran. Nachdem das aussätzige Böse einen Grubenlord als Verbündeten gewonnen hatte, bereitete es sich auf den Sturm auf Dolaran vor. Für Jaina Overproud war es Zeit zu sterben. So, wir kriegen als neuen Raum die Halle der Qualen. Das ist quasi, das heißt quasi, das ist die Folterkammer. Endlich die Halle der Entspannung, damit können unsere Dämonen über Level 4 hinaus aufsteigen. Und zwei neue Kreaturen, den Succubus und die den Arachniden. Jo, also zwei neue Dämonen. Und im nächsten seht ihr hier schon, da ist der Grubenlord als neue Kreatur. Gut, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.